Ich sitze einfach nur im Auto und sitze. Autos sind tolle Orte. Ein Auto ist irgendwie wie eine zweite Wohnung. Ja, nee, ein Auto ist echt toll, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich spazieren gehen, aber ich kann mich gerade nicht dazu aufraffen, aufzustehen und überhaupt irgendwas zu machen. Also sitze ich einfach nur da. Ich habe mich heute noch nicht mal geschminkt. Jetzt glaube ich die Beschichtung ab. Sieht aus wie so ein Fettfleck, als ob jemand hingedatscht hätte. Aber ich glaube, die Beschichtung ist ab und genau im Blickfeld. Ich könnte echt ewig hier sitzen. Zeige euch mal meine Aussicht. Trinken habe ich auch, also ich bin bestens versorgt. Schade, dass das Glas so bedingst ist, weil eigentlich ist die Brille cool. Das ist meine Aussicht. Mit so einer Brille macht es gar nichts, dass man nicht geschminkt ist. Naja, ich trinke einen Schluck. Okay, ich habe mich aufgerafft. Ich gehe. Süß ist das denn, bitte schön? Maggie und Erik auf der Couch. Dann bin ich an die eine Stelle dann zu Fuß hingegangen, also mit dem Auto hingefahren. Hätten wir weiterfahren darfst und dann sind wir weiter damit zu Fuß. Ach, du hast das noch gar nicht gesehen. Das eine schon. Das zweite nicht. Ach, wir schauen jetzt dein Holz an. Ja, ich weiß nicht, wie wir vorbeikommen. Hast du es eingegeben? Wir gehen nämlich heute mit Google Maps. Wo ist denn dein Google Maps? Was? Wir gehen heute mit Google Maps. Ja. Ach, ich habe mir die Daten alles zugeschickt. Der Förster für Stefans Holz. Brauche jetzt, wo es da noch hin? Die Koordinaten oder was? Ja, praktisch. Ja. Schau, ich brauche das bloß anklicken und dann, dann führt mich das Navi hin, bis auf einen Meter. Ist nicht wo? Nee. Ach so. Wir sind an einer Burg vorbei. Ja. Aber nicht schon. Das muss umarmen. Genau. Ja. Ja. Armumarmung. Und richtig. Die hat viel Energie. Echt? Ja. Na, ernsthaft. Positive. Mal, wie alt so ein Baum vielleicht ist. Und diese Kraft da hat, der hat. Der muss schon sehr alt sein, oder? Wenn er so groß ist. Ja, der wird schon 100 Jahre sein. Schön aufgeklettern und sich dann da irgendwo aufs Ästern setzen. Da oben auch das Leichen. Wenn man aufdeckt, das ist auch blöd. Ich probiere mal das.
mal. Ja, aber da haben wir jetzt auch nichts drauf, da ist mit dem Arm gemacht. Wenn du einen Schutz hast. Aber ich meine, wenn du jetzt ein Binden drüber hast, das bringt dir auch nichts. So Fixierbinde. Aber nicht so fest, nicht so sehr trocken. Also, wenn du jetzt in ein Krankenhaus warst. Bin ich aber nicht. Naja, aber das bringt doch nichts. Irgendwann muss ja festgemacht werden. Ja, aber nicht so fest. Kannst schlecht was machen. Wahrscheinlich hast du den ganzen Arm prallt. Ja, vielleicht ist er auch zertrümmert. Vorsichtig, vorsichtig. Dann mit der Mutter zum Arzt vor der Schule. Da haben wir dann Blut genommen und dann ist das, sagt man da, ist praktisch überprüft worden. Was gelesen? Ja. Und? Ja. Elbum. Aha. Und machst du das jetzt? Hast du das gelesen, nachdem du das gelesen hast? Ja. Ja. Hat sie recht, die Luise Hey? Ja, auch wenn ich sie nicht kenne. Ja, ich hätte ja dann nichts dagegen. Den esse ich nämlich gern morgen. Mhm. Siehst du, und ich esse Suppe und Eintopf. Und den Kuchen auch. Ja. Weil du hast ja den Kühlschrank schon voll. Ja. Und na, du musst von unten deinen Finger reinstecken. Ach so, das ist ja raffiniert. Dann musst du wieder zurück, oder wie? Ja. Weil ich es jetzt gar gesehen habe. Das ist ja sehr raffiniert. Ich nehme das als Parfüm. Hm, mag ich schon gern. Kannst du aber als Deo nehmen. Das riecht mir sogar bis hier jetzt. Gerade, süßlich. Nee, das ist Fresh Cotton. Das ist Sea Salt. Fresh Cotton, weißt du, ob das süßlich oder herb schmeckt, riecht. Wie frische Wäsche. Sauber. Frisch aus der Waschmaschine riecht jetzt Mama, oder wie? Ja. Das riecht ja dann noch. Noch irischer Frühling oder sonst. Nee, wie heißt das Ding? Weißspüler. Wäsche nach Wäscheduft. Ja, du musst Mama jetzt riechen, Stefan. Das riecht Mama nach Wäscheduft. Das ist noch Schokolade. Schokoladendüst? Nö. Ja. Das sonst kriegst du einen braunen Rand. Von Tomaten kriegt man einen roten und sonst Schokolade kriegt man einen braunen. Also du hast eine weiße Schokolade, dann kriegst du einen weißen Rand. Dann fällt es nicht auf. Und ich mache mit Marzipan dann das auch heller. Ah! Was ist das? Ich gut! Du hast das schon, das gehört nicht dir. Die erste Schokolade. Wie seid ihr denn ihr gefahren? Das rutscht an Bord. Wo ist das? Universitätsstraße. Zweite Abfahrt. Fährst du die erste Abfahrt ein oder die zweite? Bayreuth. In Bayreuth, wenn du bist. Fährst du da von der Eremitage ein? Ich fahr da. Wie immer. Ja. Also ich fahr auf jeden Fall anders, als ihr mir das zuerst gesagt habt. Weil da müsste ich durch die ganze Stadt fahren. Du fährst doch über den Studentenwald normalerweise. Weiß ich nicht. Scheiß Hunger. Rühren Sie. Ja. Ja, da fahre ich. Und da ist Baustelle. Umleitung irgendwas. Ja. Da hatte ich ja das Problem. Und? Ja, wie soll ich jetzt zurückfahren? Nur über die Umleitung. Wie fahre ich das? Wird das so ausgeschildert? Da sehe ich nichts.
Irgendwann war die Beschilderung weg, Gefühl gefahren. Tschüss.